Ja, liebe Freunde der Zeichenunterhaltung, wir haben das letzte Mal bei Shadowhearts Covenant, ja, das gute Münsterchen besiegt. Jetzt kommt ein sehr extrem schwerer Kampf, wenn ich mich recht entsinne. Dürfte so gewesen sein. Ich werde noch einen Ersatzmann, glaube ich, gleich kaufen, noch zusätzlich, um auf Nummer sicher zu gehen für den guten Kurando. Aber erstmal schauen. Er wurde automatisch mit Numero ausgerüstet, ja? Ah, ist so eine Frechheit. Das ist eine Frechheit oder sowas. Ich weiß auch nicht, warum Kurando. Oh, Kurando-Schwert ist natürlich extrem stark. Okay, ich glaube, ich werde mal. Oder die Ausrüstung einfach nur mal von ihm ein bisschen umpäppeln. Denn ich brauche einen Gegenstand. Die Verteidigung versteigern. Nee, ich brauche was, was ihn auf jeden Fall um einiges stärker macht. Damit wir den Gegner plätten können. Banditenohrringe? Nein. Das Gemütsauge, das wäre eigentlich eine Idee. So, dann werde ich jetzt auch noch die Ringanpassung bei ihm vornehmen. Denn die erste Fläche ist eindeutig zu flach. Oh Mann, Leute. Das ist jetzt gewagt, was ich mache. Ich werde jetzt erstmal speichern, bevor ich das dann gleich versuche. Das wird nämlich recht riskant. Aber was will man machen, nicht? Was opfert man nicht alles? Denn man kann sich vielleicht denken, was jetzt eventuell kommt. Man kann sich's denken, Leute. Ja, kann man sehr wohl. Ich muss mir den Ring nochmal anschauen, bevor ich das vergesse. Oh Mann, Kurandos Ring, ganz wichtig. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Könnte machbar sein für mich. Nochmal. Also, ich bin ein bisschen nervös diesbezogen. Alles klar, sollte doch machbar sein. Gut. Dann gehen wir mal los. Auf geht's. Wir müssen zu Saki, ihr Bericht erstatten. So, mal schauen. Da ist sie. Mal gucken, was sie uns jetzt gibt. Oh, du bist zurück, Kurando. Wie war es? Wir haben den Hundeschrein von einem bösen Geist befreit. Und ich habe das Momero hier bei mir. Ja, ich weiß, ich habe zugesehen. Wirklich? Wie? Hey, ich war so neugierig, also habe ich in die Quelle der Tsukume geschaut. Du meinst, du hast die ganze Zeit zugesehen? Ja, du warst fantastisch, Kurando. Ich bin so stolz auf dich. Ohne die anderen hätte ich es bestimmt nicht geschafft. Deine Art zu denken hat sicher dazu geführt, dass Momero dir geglaubt hat, es an dich zu nehmen. Oder erlaubt hat. Wenn nicht geglaubt, erlaubt. Das Schwert wählt sich seinen Träger aus und das darf kein Unwürdiger sein. Ich bin so stolz auf dich. Mutter, ich erlaube dir, das Momero auf die Reise mitzuführen. So wie ich dich kenne, wird dir das nicht zu Kopf steigen. Schön. Nein, das wird es nicht. Nun, ich denke, wir sollten jetzt wieder los. Gut, dann pass gut auf dich auf. Leute, eine weitere Quest geschafft. Jetzt. Was macht sie jetzt? Bis vor kurzem dachte ich noch, er sei ein kleiner Junge. Kannst du ihn sehen, mein Geliebter? Seitdem er Yuri getroffen hat, ist er groß geworden. Und schnell. Ja, er ist sehr schnell groß geworden, will sie damit sagen. Ja, manche Übersetzungen sind doch ein bisschen, lassen zu wünschen übrig, sag ich mal. Saki ist bestimmt noch hier, ja. Habt ihr eure Freundin gefunden? Ja, haben wir. Wir haben Alice getroffen. Und wir haben auch Karin getroffen. Karin hat uns ihre Meinung geäußert. Oh Mann, Leute. Sehr böse. Ich muss jetzt erstmal wieder das Dorf verlassen, sonst kann ich hier die nächste Quest nicht anfangen. Das ist ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig zu entscheiden. Ja. Und die nächste Quest hat, die ich jetzt machen werde, hat Ähnlichkeit mit der Quest, die Keith im ersten Teil hatte. Allerdings in einer anderen Hinsicht. Nur in fernster Weise. Nochmal den Ring anschauen. Nochmal den Ring anschauen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Das sollte machbar sein, auch für einen alten Mann wie mich. Ich gehe ins Dorf Inugami. So. Ich hoffe nur, das klappt. Oh, Kurando geht los. Und das ist doch die alte Oma. Nana. Kurando, ich bin so froh, dass du zurück bist. Ich muss mit dir reden. Was ist denn? Was ist los? Saki scheint komisch. Seit heute früh ist sie allein am Sukune-Brunnen. Und wovor hast du Angst? Sie hat das immer gemacht. Stimmt. Nein, diesmal ist es anders.
Gut, in Ordnung, ich schaue nach ihr, keine Angst. Okay. Es ist wieder Zeit für ein gewisses Erlebnis. Wer ist er eigentlich? Er ist auch neu hier. Das gute Wetter hat den ganzen Sommer gehalten. Da sollten wir im Herbst ein samtiges Gemüse ernten können. Mach das. Kein Ding. Kann ich eventuell jetzt bei ihm hier auch die Sachen kaufen? Diese Flächen? Schauen wir doch mal. Bestimmt nicht. Nö, aber einen Ersatzmann könnte ich kaufen. Aber den werde ich nicht holen für Corando. Denn ich habe ja es anders vor zu machen. Nochmal den Ring anschauen. Oh Mann. Oben, da, 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 da. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich sitze hier quasi mit dem Finger vor dem Rechner, beziehungsweise vor dem Monitor und versuche mir die Flächen zu merken. Oh Mann, wenn das klappt, Leute. Wenn das klappt. Fünf Kreuzer. So. Ich gehe allein. Ich habe ein komisches Gefühl dabei. Corando! Keine Sorge, ich bin zurück, bevor du es merkst. Warte hier in Ruhe. Sei vorsichtig, ja? Natürlich. Okay. Was auch immer jetzt passiert. Ich weiß es natürlich. Da steht Saki. Das ist, glaube ich, eine Cutscene, ja. Karanda. Mother? What is it? What's happened? Last night, your dead father appeared to me in my dream. My father? Yes. He showed me the enemy that you and the others must ultimately face. And he said this to me. Open Karando's seal. My seal? The power of the dog guardians that guard the 8 million gods of Japan. That power is in your blood, given to you to protect this world. Karando, I must follow the law. It is my duty to prepare you. You must defeat me and break out of the box that contains your power. I understand. I cannot hold back. If you lose, you will die. Please forgive me, my son, my beloved. You needn't apologize. I'm Inigami too. My blood is your blood. Awaken now the true form which lives behind the facade. Awaken now, spirit of the ogre. Ha, Leute. Boss Time! Ja. Und ja, ihr seht schon, was passiert. Er verwandelt sich automatisch in eine andere Fusionsform. Ja, Sonderskills können wir nur das Asketenfeuer verwenden. Werden wir aber nicht machen. Ich muss mir jetzt nur merken, wo die Flächen waren. Die war hier, die war da. Und das war zu früh, okay. Mal gucken, wie viel Schaden ich mache. 340, das ist okay, aber ich muss jetzt aufpassen. Denn ihre verdammten Angriffe sind schon ziemlich stark. Das sollte aber machbar sein. Jawohl, alle fünf getroffen. Mal gucken, wie viel Schaden wir jetzt machen. Ja. Bam! Das waren ja schon knapp 1000 Punkte, die wir gemacht haben. Da bin ich ja schon sehr beeindruckt. Jouten Doji heißt diese Seele. Das ist die weitere Seele für Corando. Für alle, die es nicht wissen. Nur, wir müssen auf jeden Fall gegen Quenki hier gewinnen, damit wir auch was davon haben. Oh, wir haben wieder alles getroffen, schön. Ah, oh, ein Crit gesetzt, noch ein Crit, yay! So muss das laufen, Mann! Mal gucken, was sie jetzt macht. Rote Wiege, Feuerzauber. Okay, bei diesem Gegner war natürlich schwer herauszufinden, wie viel MP er hat. Ich schlag mal drauf. Yes! Wieder alles getroffen. Das könnte es vielleicht sogar schon gewesen sein. Nee, das war es noch nicht. Aber der nächste Zug bringt den Sieg, Leute! Yes! Wir haben gewonnen, Leute. Jawohl! So schwer war der Kampf eigentlich nicht. Ich habe ihn mir schwerer in Erinnerung gehabt. Weil ich damals auch nicht mit dem Gemütsauge gearbeitet habe.
Und wir bekommen 70.000 Erfahrungspunkte, 10.000 Geldstücke und 300 Seelen. Auch ist das herrlich. Und die 70.000 Punkte kriegt natürlich nur Corando. Und wir haben 1111 Seelen. Das ist sehr gut. Gut gemacht, mein Sohn. Die wahre Macht deiner Seele ist entfesselt. Was ist das? Ich spüre ein Brennen in der Brust, ein Verlangen, wild zu sein. Das ist der Geist des Ogas, den du aufgeweckt hast. Dein Leben wird nun ein Kampf um Kontrolle sein. Aber ich weiß, du kannst es. Mach deinen Vater stolz als junger Inugami-Führer. Ich werde mein Bestes geben. Ja, Leute. Eine weitere Sidequest. Gemeistert. Und das ging sogar ziemlich schnell. Oh. Anastasia. Alles klar. Ich muss jetzt mal nachschauen, ob Joten Doji eventuell nicht doch schon... Nee, ich muss ihn auch peppeln. Okay. Dafür habe ich mir auch ein paar Seelen gesammelt. Um ihn zum Beispiel mal mindestens hoch zu pushen. Ein bisschen. Oh Mann. Ich erinnere mich noch an diese Seele. Sie hat eine besondere Eigenschaft, dass sie sehr schnell ist. Ganz wichtig, dass man sie auch schon mal sehr weit hochpeppelt. Ich könnte sie komplett auf Level 10 hochpeppeln, das weiß ich. 7 Fesseln. Ein weiterer Skill. So. Dann, nächster Skill kommt auch. Und zwar jetzt, glaube ich, oder? Nee, dann kommt er erst später. Macht ja auch nichts. Oder Leute, ich werde es so machen. Ich werde erst Joten Doji hochjagen auf Level 10. Ist sinnvoller. Und dann noch ein oder zwei Sidequests gibt es noch, wo ich Bosse treffe. Wo ich dann noch ein paar Seelen sammeln kann. Es gibt zwei Bosse noch. Und das ist, glaube ich, die ideale Menge, die ich brauche. So. Joten Doji, Level 10. Fertig. So, er ist perfekt vorbereitet. Und jetzt gehen wir auf Yuri los. Jetzt können wir die restlichen Seelen auch weiter verteilen. Das ist jetzt halb so wild. Wo waren wir denn? Wir waren bei... Miserati. Jawohl, Miserati kommt auch auf Level 10 schon. Es ist nicht mehr viel, Leute. Was wir an Seelenpunkten brauchen. Ich hoffe, es klappt einfach nur. Wie ich es vorhabe. Ansonsten muss ich noch ein bisschen leveln. So. Alles klar. Ist das auch gemeistert. Corando muss natürlich jetzt erstmal wieder aufgepäppelt werden, dadurch, dass wir nochmal ein Zelt benutzen. Und ich denke, danach kann ich auch schon den nächsten Gegenstand holen. Müsste machbar sein. So, erstmal Zelt. Erstmal Zelt. Genau. Das haben wir auch. Weiter geht's. Ich bin übrigens, ziemlich überzeugt, dass ich hier diesen Dungeon oder diesen Ort beziehungsweise die ganzen Symbole und alles schon erledigt habe. Ich müsste gleich nochmal nachschauen, wie es mit meinem Seelenschloss aussieht. Und erstmal gucken, Saki ist hier. Sehr schön, wir bekommen noch was. Und ich glaube, danach werde ich endlich die Symbole mal wieder ansetzen. Es ist Anastasia. Was ist, meine Liebe? Ich wollte mit dir sprechen, Saki. Mit mir? Worüber? Rede und sei nicht schüchtern. Naja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe Angst um Corando. Er scheint so anders zu sein. Oh Mann, Dialektwechsel. Naja, Corando? Ja, er scheint männlicher, erwachsener geworden zu sein. Tihihi, ich werde dir ein Geheimnis verraten. Corando ist gerade ein Mann geworden. Was? Ein Mann? Richtig. Sag es niemandem, okay? Corando hat gerade das Ritual des Erwachsenseins absolviert. Oh oh. Er hat das große, harte Ding kräftig geschwungen. Seine Mutter war stolz auf den Mann, der er geworden ist. Oh oh. Großes, hartes Ding? Was für ein Mann ist er geworden? Hä? Oh meine Güte, Himmel, nein, was hast du gedacht, Kind? Oh, nee. Ich glaube, eigentlich habe ich etwas Komisches gedacht. Oh. Ich meine, Corando hat einen Siegel gebrochen, den Geist des Ogre erweckt und schwang einen Eisenstab, okay? Oh, ich glaube nicht. Oh, ich kann Dinge nicht so lassen. Ich will mein Image der schönen Witwe nicht zerstören. Hä?
Kein Problem. Ich weiß. Ich werde dir was geben, Anastasia. Ich gebe dir was, es wird einfach toll aussehen an dir. Der Herbstkimono? Mein Mann hat den Mantel für Corandos Geburt bestellt, falls es ein Mädchen geworden wäre. Die führenden Weber purifizierten rohe Seide in den heiligen Brunnen, um diesen Stoff herzustellen. Sie reinigen den Stoff sozusagen. Ich habe es alle Jahre aufgehoben, um es der Frau zu geben, die Corando einmal heiraten würde. Die Frau, die Corando heiratet? Genau. Und mit dem Trick stelle ich mein Image wieder her, meinst du nicht? Und, was war mein Image? Erinnerst du dich noch? Die schöne, mysteriöse Witwe, oder? Genau. Und das sollst du sagen, wenn dich jemand fragt. Hast du verstanden? Ja, Madame. Warum regt sie sich so auf? Und jetzt sind du und Corando offiziell verlobt. Pass gut auf ihn auf. Ja, Madame. Ich glaube, Anastasia hat gar nicht verstanden, was die gute Saki da meinte. Wir werden mal den Herbstkimono anlegen, damit ihr euch den mal anschauen könnt. Miau, da ist er. So sieht er aus. Wird angelegt. Ändert die Werte natürlich nicht groß, recht negativ. Und so sieht die Kleine dann aus. Bäm, bäm. Okay. Haben wir das auch gemacht. Dorf Inugami ist fertig. Jetzt gibt's noch 2 Dungeons, die ich machen muss. So ungefähr. 2 optionale und dann noch einige Sidequests, die ich so noch erledigen muss. Und dann, Leute, kann es weitergehen. Jetzt wird erstmal gespeichert. So, ich glaube, ich werde mal einen kleinen Zwischenstopp in meinem Aufnahmeblock einlegen. Denn das war ja schon einiges viel für bis jetzt. 50 Stunden. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Shadow Hearts Covenant. Bis dahin, sprach der Raven halt nimmer mehr.